Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Umstrittener Milliardendeal geplatzt. Der Einstieg von Investoren in die deutsche Fußballliga ist am Widerstand der 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga gescheitert. Das Geld sollte in die Vermarktung der Bundesliga fließen. Großer Widerstand war auch von Fans gekommen. Sie hatten eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs befürchtet.